Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über die Nivea Styling Cream. Ja Leute, in dieser Woche habe ich ein neues Haarstyling-Produkt für euch getestet. Und zwar folgendes, die Nivea Styling Cream. Das ist die Nivea Styling Cream. Die Nivea Styling Cream soll einen natürlich flexiblen Halt geben. Bevor ich zum Produktrating komme, zeige ich euch erstmal, wie ich meine Haare mit der Nivea Styling Cream gestylt habe. Als allererstes, wenn ich aus der Dusche herauskomme, mache ich meine Haare ganz vorsichtig mit dem Handtuch trocken. So, und wenn ich die Haare mit dem Handtuch etwas trocken gemacht habe, nehme ich einen Kamm dazu, einen etwas gröberen Kamm. Und mit diesem groben Kamm gehe ich durch meine Haare durch, um die Haare einfach ein bisschen zu ordnen. So, und dann mache ich die Haare einfach nochmal trocken mit dem Handtuch und gehe auch nochmal mit dem Kamm durch und warte einfach noch ein bisschen, dass die Haare dann auch wirklich handtuchtrocken sind und nicht mehr feucht, weil dieses Produkt hat auch wie die anderen Styling Creams einen sehr hohen Wasseranteil. So, wenn ich dann das Gefühl habe, dass meine Haare bereit sind für das Styling, dann habe ich von der Styling Cream so ungefähr 2 kirschgroße Portionen genommen. Denn ich wusste jetzt im Laufe der Woche, habe ich gemerkt, okay, ich brauche Minimum 2 kirschgroße Portionen in meinen Haaren, damit ich meine Haare überhaupt stylen kann. Dann verteile ich die Nivea Styling Cream ganz ordentlich in meinen Haaren. Und ja, es muss einfach überall was sein. Ich mache das manchmal auch oft so, dass ich einfach meine Haare nach unten beuge, also meinen Kopf im Prinzip nach unten beuge und dann noch ein bisschen mehr das Produkt einmassiere. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so im Anschluss meine Haare einfach besser stylen kann. Wenn ich das gemacht habe, dann fange ich eigentlich auch schon an zu stylen. Ich versuche einfach mit den Händen so ein bisschen durchzugehen und versuche auch hier so einen natürlichen Look zu bekommen, denn die Nivea Styling Cream steht ja für einen natürlichen Look. Und es steht ja auch eine kleine Anleitung in der Deckeldose drin. Und in der Deckeldose steht Punkt 1, verreibe eine kleine Menge Styling Cream in deinen Handflächen. Ja, habe ich gemacht. Verteile die gleichmäßig in deinen feuchten bzw. trockenen Haaren, habe ich auch gemacht. Und dann gib deinem Haar einen natürlichen Look, der lange hält. So. Also im Prinzip bin ich ja der Anleitung gefolgt, also ich habe die Nivea Styling Cream in meinen Händen verteilt, dann in meinen Haaren verteilt und jetzt versuche ich halt mit meinen Händen den richtigen Look für mich zu finden. Bei meiner aktuellen Länge ist das ein bisschen schwierig, denn ja, die Haare fallen hier und da mal raus, deshalb nehme ich noch mal ein bisschen wieder den Kamm dazu, um halt die Haare wieder in Position an den Stellen zu bekommen, wo sie einfach mal rausspringen oder wo sie einfach mal ungeordnet aussehen. Dann habe ich einfach mit meinen Händen und dem Kamm im Prinzip meine Haare so gestylt, wie sie mir aktuell gefallen und bin da auch ganz natürlich geblieben. Also ich habe jetzt nicht versucht, irgendwie meine Haare sehr glatt zu bekommen mit dem Kamm, sondern einfach nur da zu ordnen, wo es gerade nicht passt. Ich habe viel mit den Händen gearbeitet und ich muss sagen, die Nivea Styling Cream hat auf jeden Fall einen besseren Halt als die Balea Styling Cream. Also das auf jeden Fall. Man kriegt die Haare auch so in Position, wie man sie haben möchte. Und es ist auch wirklich ganz easy, wie ich es hier gestylt habe. Ich habe dann einfach meine Haare im Prinzip mit meinen Händen und dem Kamm gestylt und anschließend, um die Haare zu fixieren, habe ich einfach Haarspray bzw. den aktuellen Sprühkleber, den ich jetzt gerade benutze, benutzt und meine Haare noch dementsprechend ein bisschen fixiert. That's it. Also echt ein ganz einfaches Haarstyling. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Eigentlich sind es nur 3 Schritte. Die Styling Cream benutzen, in die Haare verteilen. Dann Schritt Nummer 2, deine Haare stylen mit Händen und Kamm, wenn du einen Kamm benötigst. Und Schritt Nummer 3, mit Haarspray fixieren. Also wirklich super easy, dieses Haarstyling. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich meine Haare style. Kommen wir jetzt zum Rating des Produktes. Als erstes kommen wir zum Geruch des Produktes. Und ich rieche nochmal, die Nivea Styling Cream riecht meiner Meinung nach ganz okay. Riecht irgendwie so ein bisschen Nivea-typisch. Ja, Nivea Creme, Nivea Aftershave. Ich finde irgendwie, die haben alle so einen gleichen, identischen Geruch und so riecht diese Creme auch. Deshalb gibt es von mir hier für den Geruch 2,5 von 5 Punkten. Kommen wir zur Anwendung. Die Anwendung des Produktes ist meiner Meinung nach echt nicht schlecht. Obwohl ein großer Wassergehalt in dem Produkt drin ist, kriegt man die Haare gut in Position und man kann die Styling Cream auch sehr gut in den Haaren verteilen. Also ich habe jetzt nicht so große Probleme gehabt wie mit der Balea Styling Cream. Deshalb gibt es von mir an dieser Stelle für die Anwendung des Produktes 3,5 von 5 Punkten. Kommen wir jetzt zum Halt. Eigentlich ein sehr wichtiger Punkt für mich aktuell, weil ich ja längere Haare habe. Hier steht eine 4 drauf. Auf dem Produkt steht eine 4 von 8 Kontrolle und Halt. Also ich muss sagen, mehr ist es auch nicht. Ja? Allerdings finde ich es auf jeden Fall um Weiten besser als bei der Styling Cream von Balea. Ich habe die Haare in Position bekommen.
Man muss allerdings sagen, morgens halten die Haare mit der Styling Cream echt ganz gut, aber es kann dann wirklich am Nachmittag dazu kommen, wenn man jetzt die Styling Cream länger an den Haaren hat, dass die Kontrolle und der Halt nachlässt und man vielleicht mit Haarspray oder auch vielleicht ein bisschen Styling Cream nehmen muss, um die Haare dann dementsprechend nachzustylen. Also vom Halt her gibt es auf jeden Fall keine volle Punktzahl. Ich würde hier 2,5 von 5 Punkten vergeben für die Nivea Styling Cream. Kommen wir zur Auswaschbarkeit des Produktes. Da wir jetzt auch wieder hier ein Produkt haben, was einen großen Wasseranteil hat, kann man die Nivea Styling Cream sehr gut aus den Haaren auswaschen. Nicht ganz so gut wie die Balea Styling Cream, aber ich würde hier 4,5 von 5 Punkten vergeben für die Auswaschbarkeit des Produktes. Man kann auch wirklich nur Wasser nehmen, ja, und das Produkt kommt auf jeden Fall aus den Haaren heraus. Zum Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, was soll ich dazu groß sagen? Also die ganzen Produkte, oder die meisten Produkte, sagen wir jetzt mal so, in den Drogeriemärkten sind halt echt wirklich günstige, in Anführungsstrichen billige Produkte. So, ich glaube, die Nivea Styling Cream kostet 3,50 Euro oder maximal 4 Euro, noch nicht mal, okay, keine 4 Euro, ja, unter 4 Euro kostet die, für 150 Milliliter, ist vollkommen okay. Aus dem Grund würde ich 3,5 von 5 Punkten für das Preis-Leistungs-Verhältnis geben. An dieser Stelle sei noch gesagt, dass man von dem Produkt an sich auch sehr viel braucht für das Styling. Ich brauche ja 2 kirschgroße Portionen, von daher muss man auch dann rechtzeitig wieder das neue Produkt kaufen, damit man genügend zu Hause hat. Also der Verbrauch ist auf jeden Fall sehr hoch hier an dieser Stelle. Kommen wir zum Total Ranking. All in all bekommt das Produkt nun 17 von 25 Punkten. Also all in all würde ich sagen, ein Produkt, was man auf jeden Fall benutzen kann, wenn man nicht viel Geld ausgeben kann. Sparte gut und günstig, glaube ich, trifft es am besten an dieser Stelle. Ja Leute, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann folgt mir gerne auch auf Instagram und lasst mir auch einen Daumen da und subscribe meinem Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich supportet. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, schreibt in die Comments rein, ob ihr das Produkt schon mal getestet habt und welche Produkte ihr in Zukunft von mir getestet haben wollt. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support. Bis dahin, macht's gut, ciao.